Die Pferdedamen in die letzten Sekunden unter Starter Soda. Und Boxen auf zum Hoppegartner Diana Trial 2023. Allesamt sind sie gut abgekommen. Guter Start von mit Dream to Drawn to Dream mit Cassada, die Favoritin jetzt erstmal mit dem Kopf in Front vor Drawn to Dream, dann Krakowia jetzt an zweiter Position vor der Amaländerin, dahinter dann Sweet Diana mit Ivina außen daneben vor Ultima, vor Noblesse Oblige und Frozen an letzter Position. Bei ruhiger Fahrt haben die Kandidatinnen die Gegenseite erreicht. Andra Starke mit der Führung auf der Favoritin auf Cassada. Cassada führt mit einer Länge Vorteil vor Krakowia an zweiter Stelle. Dahinter sehen wir dann Drawn to Dream, kann die dritte Position behaupten. Außen rückt jetzt Evina ein bisschen dichter an die vorderen heran und übernimmt die dritte Position vor Drawn to Dream. Dann fünftes Pferd Sweet Diana vor Ultima, vor Noblesse Oblige und Frozen an letzter Stelle. 1200 Meter vom Ziel entfernt, die Kandidaten im Hoppegartner Diana Trial, Andra Starke mit der Führung auf Cassada. Zweites Pferd ist Krakowia mit Jack Mitchell, dahinter dann René Pichelek auf Drawn to Dream vor Martin Seidel mit Evina außen in dritter Spur an vierter Stelle. Dahinter dann an fünfter Position Eddie Pedrosa auf Sweet Diana, vor das dann Sabat Bekov mit Ultima, kleine Lücke bis zu Sibylle Vogt auf Noblesse Oblige und Adrie de Vries an letzter Position auf Frozen. So ist der Dahlwitzer Bogen in diesem Augenblick erreicht. Cassada mit der Führung. Cassada mit zwei Längen Vorteil vor Krakowia. Drittes Pferd bleibt Drawn to Dream. Dann Sweet Diana jetzt an vierter Position vor Ultima an der Innenseite mit Ivina von Noblesse Oblige und Frozen an letzter Position. So geht es in diesem Augenblick in die Zielgerade hinein. 500 Meter noch bis zum Ziel im Diana Trial. Cassada mit der Führung. Cassada mit zwei Längen Vorteil vor Drawn to Dream. Dahinter Krakowia. Dann eine Lücke von drei Längen bis zu Sweet Diana. Weiter außen probiert sich Noblesse Oblige. Aber Cassada ist voraus. An der 300 Meter Marke Cassada in den Röckner Farben. Andra Starke löst sich von Drawn to Dream. Dahinter dann Krakowia an dritter Position, innen Ultima, weiter außen Frozen mit Noblesse Oblige. Aber voraus ist hier nur einer und der heißt Cassada. Die letzten 100 Meter in der Distanz, Andra Starke kann sich hinsetzen für die Fotografen. Cassada gewinnt das Diana Trial vor Drawn to Dream. Ultima wird Dritte vor Krakowia, dahinter dann Noblesse Oblige vor Frozen. Abstand zu Sweet Diana und Abstand zu Evina. Cassada, das Gestüt Röttgen, Markus Klug und Andra Starke siegreich im Diana Trial. Das offizielle Ergebnis des vierten Rennens. Der Sieg geht an die Nummer 5 an Cassada. Zweites fährt die 2 Drawn to Dream. Dritter die 8 Ultima. Vierter die 1 Krakowia. Fünfter die 6 Noblesse Oblige. Schauen wir auf die Quoten zum vierten Rennen. Die Nummer 5 Cassada zahlt auf Sieg 2,70 Euro und auf Platz 1,50 Euro. Die 2 Drawn to Dream auf Platz 2,20 Euro und die 8 Ultima auf Platz 2,60 Euro. Die Zweierwette, die 5 oder 2 zahlt 17,90 Euro und die Dreierwette 5,28 zahlt 150,20 Euro. Wie immer alles auf 1 berechnet.